Wir möchten jetzt zum ersten Mal in Live Interactive mal eine Live-Schalte zu einem Kunden wagen. Ich hoffe, das klappt. Und zwar springen wir zur Firma Baumann nach Amberg. Das sind so 65 Kilometer von hier. Das ist ein Kunde eigentlich seit vielen Jahren bei uns. Sie setzen ganz viele verschiedene Produkte ein. Und dort haben wir die Herren Ebnet und Rauch für uns parat in der Produktionshalle. Baumann, Systemkunde, ETG-Mitglied, Isaket-Nutzer. Baumann hat über 7000 Maschinen im Feld. Eine unfassbar erfolgreiche, tolle Familie. Und in ihrer Halle, habe ich bei der Vorbereitung gesehen, steht ein Spruch: No guts, no glory. Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es sieht schick aus bei Ihnen in der Halle. Darum würde ich behaupten, Sie gehören zu den Gewinnern der Automatisierung. Vielleicht, Herr Ebnet, nehmen wir uns mal mit. Wer und was ist Baumann eigentlich? Naja, wir bei Baumann verstehen uns als international agierendes Hightech-Familienunternehmen. Wir haben weltweit 1000 Mitarbeiter. So zu unseren Stärken gehört unter anderem auch eine hohe Softwarekompetenz. Das heißt, ja, ich sag mal, wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Auch die 40 Jahre Maschinenbauerfahrung, die hilft uns dann natürlich sehr. Und zu unseren Kunden gehören auch sehr, sehr gute Kunden in der Automobilzulieferindustrie und auch in der Elektronikindustrie. Jetzt sehen wir ja gerade bei Ihnen im Hintergrund eine wirklich tolle Maschine, also ein Hightech-Familienunternehmen, baut auch sehr schicke Maschinen. Was macht denn diese Maschine direkt hinter Ihnen und was machen die Maschinen der Firma Baumann überhaupt konkret? Naja, die Anlage ist jetzt aufgebaut auf unserer Robox-Plattform. Unsere Robox-Plattform ist mehr oder weniger ein System, das man auch konfigurieren kann auf Ansprüche des Kunden, sehr, sehr flexibel. Und diese Anlage ist mehr oder weniger dafür da, für Leistungselektronik, um Prüfungen durchzuführen. Und diese Leistungselektronik wird dann eingesetzt, sowohl im Automobil als auch irgendwo in Serverfarmen oder auch Windkraftanlagen oder auch irgendwo in Photovoltaik, um hohe Leistungen und Ströme zu schalten. Ja, danke schön, Herr Ebnet. Das ist ja leicht gesagt, ne? Komplexe Maschine, komplexes System, aber doch ganz flexibel. Das stellt an der Technik sicherlich manche Herausforderungen. Also Herr Rauch, Sie haben sich ja für Isaket entschieden und für Twinket zum Automatisieren. War das dann notwendig, um diese komplexen Maschinen so einfach zu lösen? Wir setzen jetzt seit mehr als 15 Jahren Backoff-Steuerungssysteme ein. Isaket hat einen entscheidenden Vorteil für uns. Also wir haben ein Einbussystem für verschiedenste Konfigurationen, verschiedenste Anwendungen. Sowohl für einfache EAs oder Sensoren und Aktoren, die wir hier integrieren, als auch Antriebstechnik oder Safety-Funktionalität, die immer mehr integrieren, haben wir ein System und müssen hier nicht wechseln. Das ist ein wesentlicher Vorteil. Die große, gute Verbreitung im Markt ist natürlich ein Benefit für uns. Viele intelligente Systeme wie Roboter, Kamerasysteme haben mittlerweile Isaket, die wir dann relativ einfach einbinden können. Das ist definitiv einer mit der wichtigsten Punkte. Generell die Integration der Komponenten in Isaket über das TwinCAD ist sehr einfach. Man kann es zentral konfigurieren, der Master wird konfiguriert, man hat wenig Intelligenz auf der Slave-Seite. Auf der elektrischen Seite ist es ähnlich, also man kann hier relativ einfach, ohne große sich vorher Gedanken machen, dass man die Topologie hier aufzeichnet, Komponenten miteinander verbinden. Wenn irgendwas dazukommt, kann man das relativ einfach erweitern. Also die Flexibilität, also dass wir ein Bussystem haben, die Flexibilität an sich, die Erweiterbarkeit und die Performance, da fahren wir sehr gut mit Isaket. Also das ist ja wunderbar und Herr Ebnet sprach ja auch davon, dass Sie ein hohes Software-Know-how in Ihr Unternehmen haben. Das ist ja gut, um Ihre Aufgaben zu lösen. Ich frage mich immer, ob man nicht mit dieser Komplexität am Ende auch die Kunden überfordert. Also haben da auch Ihre Endkunden einen Nutzen, dass Sie mit TwinCAD und Isaket automatisieren? Also wir denken schon, dass die Durchgängigkeit auf jeden Fall eine große Rolle spielt. Das wird uns auch vom Kunden wiedergespiegelt. Schlussendlich geht es natürlich auch um Flexibilität. Jede Anlage, die wir irgendwann einmal liefern, wird in der Regel dann irgendwann umgebaut, muss erweitert werden. Die Stillstandszeiten kann man dementsprechend minimieren, weil es sehr einfach vonstatten geht teilweise hier, was das Programmiersystem betrifft und Isaket dementsprechend betrifft. Also hat natürlich der Kunde ja einen unmittelbaren Benefit davon. Ja. Ich habe jetzt gerade eben hinter Ihnen so ein schickes Panel gesehen. Ich weiß natürlich, dass das von uns ist, also Dankeschön dafür. Was hat Sie denn bewegt, jetzt abgesehen von der Automatisierung, auch ein kundenspezifisches Panel bei uns entwickeln zu lassen und an die Maschine zu integrieren? Ja, das Bediensystem mit dem Panel und unserer Bedienoberfläche ist natürlich eine zentrale Funktion unserer Maschine. Wir legen sehr viel Wert, dass wir hier ein klares und sauberes Erscheinungsbild haben. Von dem her war das logisch, dass wir hier natürlich das Panel optimal zu unserem
Baumann-Design integrieren wollen, dass es hier dementsprechend wirklich aus einem Guss dann erscheint. Und da sind wir wirklich auch seit Jahren hier gut mit Beckhoff unterwegs, sodass es wirklich gut zusammenpasst. Mensch, Herr Raucher, Elbnet, ganz lieben Dank für den Einblick, auch dass Sie dieses kleine Experiment unserer Live-Show nach Amberg mitgemacht haben. Ich habe gerade mal auf meinem Handy kurz geguckt, ein bisschen Stau auf der A6, aber wenn Sie sich beeilen, dann könnten Sie so eine Stunde bei uns auf der Messe sein. Vielleicht haben Sie Lust, gleich nochmal rüber zu springen und kommen zu uns nach Nürnberg vorbei.